Aber geile Aussicht hier. Mind and Body Ring. Ah, hier. Reflect Damage, Fortify Strength. Das heißt damit, ja, können wir mehr Sachen tragen. Reflect Damage. Yo. Ja gut, aber hier haben wir eben auch Reflect Spell. Wir können ja immer austauschen, aber das ist schon mal gut, dass wir hier auf jeden Fall Fortify Strength haben. Da habe ich irgendwie Bock, das auf den Elven Curse oder Elven Boots oder so auf jeden Fall auch noch drauf zu packen als Buff. Weil das echt mit das größte Problem ist. Also unsere Carrying Capacity, beziehungsweise die Carrying Capacity, die wir eben leider nicht haben, meistens. Ups. Moin. Ah, trotz Regen besser gelaunter als einige seiner anderen Kollegen. Gefällt mir, weiter so. Was hier, Fighter Skills? Nee, Mage's Skills. Fast. Fastingens. Ich glaube, das waren dann alle Quests von der Fighters Guild, bis auf die von Morin Orin. You're supposed to be helping out the folks at Harlan's Watch. What's the status? Done. Trolls, huh? And drawn in by Will of the Wisps? There's some lousy luck for you. Well, here's your payment. Afraid to say, I don't have any more contracts for you. I don't think Azan has any either. You did pretty good work, Meat. Das heißt? You've done good work, and you deserve better than your current rank. I'm restoring your previous rank of Guardian. Congratulations. Und direkt nochmal? You've cleared every contract we've got on the books. That's some good work. Yeah. You're now promoted to Champion of the Fighters Guild. So sieht's mal aus. You outrank me now, so there's certainly no more I can do for you. You might check with an old friend of yours, though. Hint, hint. Mm-hmm. Rumor has it that Orion's looking for you. You didn't hear it from me, though. Good work and good luck. Also ist er mehr oder weniger auf jeden Fall noch wichtig. There's really no more I can promote you. After all, you do outrank me. Wir werden auch nicht mehr Meat genannt. I've got nothing else. Ja, okay. Good. Goodbye. Wunderbar, wir sind Champion in der Fighters Guild. Sehr gute Sache. Vielleicht lassen die Porter langsam auch mal ihren Rassismus hinter sich. Okay, der Kollege war in... Ups. Was ist das für ein Quest gerade? Morjun Orin, genau. Okay, ist sogar eine Quest. Perfekt. Ich denke mal, der Kollege wird wahrscheinlich auch... Natürlich nicht mehr in der Fighters Guild abhängen, sondern in seinem kleinen Bohemen-Verschlag. Gehe ich mal stark davon aus, zumindest. What do you want? Oh, dachte, er wäre ein Bagger. Ich würde ihm eigentlich gerade eine Coin geben, aber okay. Ja, ja, macht das Orin Golf. Mit dem Namen ist er auch ein bisschen gestraft. Aber ja, muss echt sagen, bis auf die ganzen Skooma-Dens hier und die ganzen verseuchten Gebiete. War das hier? War das ein Coral oder? Nee, Quatsch, genau. Das war ja hier unten, glaube ich, in... Ich habe Anvil war es, oder? Irgendeine Stadt war auf jeden Fall Skooma verseucht. Sieht die Stadt zumindest doch ganz gut aus. Modern. Good day. Moin. To bring them down, I need more information. My sources tell me they're trying to expand, and they've set up camp in Glade Mist Cave. I want you to go there and capture Ajum Kajin, one of their leaders. Bring him back to me. Ash Ketchum? I'd like to spend some time talking to him. He's the one in charge of this expansion. I know he's a high-ranking member of the group. An Argonian mage, from what I hear. Mhm. Wunderbar. Go get him. Sicher doch. Ja gut, ich bin jetzt Champion. Kann ich, da heißt es, ich kann auch Leute einstellen, weil dann würde ich ihn auf jeden Fall direkt wieder in die Fighters Guild aufnehmen. Weil, aber natürlich nicht hier in Coral, sondern ich hätte ihn irgendwo anders stationiert, sodass die Kollegin da auf jeden Fall nichts davon mitbekommt. Gut, wir können dann auch hin fast traveln. Das heißt, ich werde jetzt mal wieder ein paar Sachen verkaufen und dann sehen wir uns gleich... am Schrein von Nocturnal natürlich wieder, denn das ist die nächste Quest, die ich auf jeden Fall angehen will, damit wir unseren Skellington Key haben, denn der ist definitiv wichtig. Nocturnals Schrein. Meine lieben Freunde, das hier sieht mehr nach der Kollegin in Charge aus hier. What is your business in this place? The good girl. You should not be in this place. What is your business here?
Do you believe yourself worthy to speak to Nocturnal? Na natürlich, warum redest du so langsam überhaupt? I wish to approach the shrine. Perhaps you have been summoned. Perhaps Nocturnal desires your service and has guided you here. Approach. Aber gerne doch. Take care. Da haben wir sie, Nocturnal. Ja, eine gute Position haben, zack. Secrets in the dark. Nocturnal is here. But my eye is blind and drowned, stolen from its shrine and hid in dark waters. To steal from a god is most unwise. In Leowen, two Argonians think themselves secret. The eye has seen them. Find these thieves in the city that spans the waters. Learn where they hide my eye. Also zwei Sterbliche haben von ihr geklaut. Retrieve the eye of Nocturnal Water and return it to me. And I shall look favorably upon you. Cool, definitiv, aber von du bist eine Gottheit und von dir wurde was geklaut, just saying. When summoned, Nocturnal spoke to me of the Eye of Nocturnal, which has been stolen. The Daedra believes the thieves to be in Leowen. I am to go there, find the thieves and return the eye to the shrine. Easy, easy, easy. Genau, in Leowen. Schauen wir mal vorbei. Sollte ja auch nicht allzu weit, allzu langer Fußmarsch sein. Ah, Moment. Gehen wir jetzt zum Westgate. Wir können auf jeden Fall die... Genau, wir haben nämlich keinen Waymarker. Das heißt, wir können... So, haben wir die Quest? Ah, genau, wir haben keinen Waymarker. Aber wir können natürlich unsere Eyes and Ears befragen. Oder auch nicht. Blessings of Stendar. Hier können wir mal fragen. Argonians hat sie ja, glaube ich, gemeint. Oder? Oder bin ich gerade rassistisch? Anscheinend bin ich rassistisch, okay. I'm Itar. Ja, ist gut. Oh, Moment. Wenn er schon uns nicht aushilft, vielleicht die Guards? What is it, sir? Eye of Nocturnal. God damn it. Weebamna and Bajin have been bragging about some big score they made recently. They claim it's a valuable jewel. Who knows with those two? Weebamna und Bajin. Bajin. Not my lover. Okay. Dann brechen wir doch da einfach mal ein, hm? Seams Flare. Hier vorne, oder wie? Ein bisschen weiter. Okay. Aber ansonsten Disposition Raisen für absolut gar nichts anscheinend, ne? Was ist das? Das glänzt irgendwie so verdächtig. Naja. Bajin. I'm Bajin. I'm a hunter and Weebamna's partner. I hope he didn't bother you about the rat thing. He's gone totally rat cuckoo, I'm afraid. Was? Hä? Why would you ask? I've never heard of it. No idea what you're talking about. And Weebamna doesn't know either. Spill the beans. Yes. Bye. Rats. Hate them. Hate them. Everyone. Gonna hunt them down and chop them all to tiny bits. Sicher. Oh, did I say that out loud? Excuse me. I'm Weebamna, the hunter.
You got to excuse me. I got rats on the mind. Never heard of the thing. And neither has Bijin. You are... Perhaps we should try listening on their conversation and see if they offer any clues. Or cool. What if the trolls eat it? Shh, there's someone here. Ah, okay. Alles klar. Wait until they leave. But they stopped when they realized I was there almost easily and without being detected. Sure. But what if the trolls eat it? Shh, there's someone here. Psst. Wait until they leave. Mein Gott. Okay. But what if the trolls eat it? Trolls don't like water. Trolls don't swim. The eye is perfectly safe in Tidewater Cave. So relax. Mm-hmm. Thanks. Alvarid, Bajin, and Weebamnaz speaking of Tidewater Cave and the treasure they have hidden there, I should investigate the cave. Let's go. Let's fucking go. Okay, wir haben die Location noch nicht gesehen, aber Deepscorn Hollow. Gehen wir von da aus. Richtung Cave. I've arrived and I should make my way inside this hidden lair. Achso, das ist DLC wahrscheinlich. Und am besten nehmen wir hier übrigens den... Night Eye Ring natürlich. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, aber das machen wir natürlich, wenn es dann letzten Endes soweit ist. Erstmal kümmern wir uns um Nocturnal Quest, denn die hat auf jeden Fall Vorrang. Und wir wissen, wir haben langsam wird es aber ein bisschen eintönig hier mit den ganzen Trolls, ne? Liegt eventuell an der Reihe, in der wir die Quests machen, aber schon wieder Trolls? Hätte ich gerne ein bisschen was anderes gehabt. Die Fire Swords werden wir übrigens auch... Ich denke mal, nach dem Quest eventuell auch direkt mal in... Was habe ich ja noch nie gemacht. In... Frostcrack Spire einsetzen, damit wir unseren Flame Atronach natürlich auch an unserer Seite haben. Direkt Throwback Erinnerungen an Oblivion, beziehungsweise an Oblivion, an Morrowind, beziehungsweise Bloodmoon werden wach. Mal gucken, ob die Flame Atronachs hier ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, als das in Morrowind der Fall war. Gerade als konstante Follower natürlich. Und ich glaube, wir haben übrigens mittlerweile, genau, 5722 Gold. Das heißt, es reicht locker für ja, eine ganze Brigade eigentlich am Pferden. Das heißt, eventuell werden wir uns auch noch mit ausstatten. Und natürlich werden wir das Pferd selbst auch nochmal dann ganz gut ausstatten können mit Armor. Sodass es nicht direkt beim ersten Trip down geht. Weil wir questtechnisch jetzt doch ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und somit natürlich auch das, dass wir encountern. Troll habe ich da gerade gesehen und ein Wolf. In guter Harmonie zusammen. Jawohl! Oh, ich dachte, er wäre down. Okay. Und nicht vergessen, wir können ja auch ein Level aufsteigen. Warum er der Kollege Calipers bei sich hat. Da droppen wir die am besten mal, bevor die nachher noch uns daran hindern, noch irgendwas Besseres mitzunehmen. Aber anscheinend haben die beiden Argonians hier kein Problem mit Trolls, was interessant ist. Ach, sorry, Verpellung, wenn man bedenkt, das sind relativ, oder wahrscheinlich genauso viele, wie das in der letzten Quest der Fall war. Und die haben ein ganzes Dorf ausgerottet. Hier braucht es einfach zwei Argonians anscheinend. Oh, Fire Shield. Haben wir hier gerade irgendwie einen... Slaughterfische oder warum ist die Musik gerade hier so intensiv? Okay, hier ist absolut nix. Aber es ist ein Dungeon, es gibt ja nicht... What the fuck?
Bären können schwimmen anscheinend. Weiß nicht, ob das im Real Life auch der Fall ist, aber okay. Moment, hier lang. Schauen wir erstmal hier. Okay. I found the eye of Nocturnal, I should return it to the shrine. Das war verdammt kurz. That's what she said. Aber immer noch ein bisschen was im Dungeon. Können wir mal schauen, was wir hier noch finden. Hello? Den Helm, den wir übrigens hatten, diese Heavy Armor für Detect Life, den habe ich mal verkauft. Denn wir haben ja... Hier ist echt nichts, kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben ja... Oder werden auf jeden Fall bald, wir haben ja in dem Fall auch so viel Gold, werde ich in Frostcrack Spire mal ein paar Spells machen. Unter anderem, vielleicht sogar Enchantments. Da brauchen wir allerdings noch eine Seele. Und ich muss jetzt mal nachschauen, was die größte Seele im Game ist, damit wir da auch aus den Vollen schöpfen können, natürlich. Und dann werde ich auf jeden Fall... Eine Sache auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall für Detect Life haben. Auch gerade dieses 65 Points konstant ist schon geil. Dass wir uns sowas irgendwie zusammen craften. Sehr gut. Alle mit Calipers hier ausgestattet. Und eventuell ihr Feldtrim oder so. Get wrecked! Bitch! Dachte eigentlich, jetzt treffen wir... Oder jetzt, okay, jetzt sehe ich die erste Ratte. Da der Kollege irgendwie so Probleme mit Ratten anscheinend zu haben. Scheint einer von denen. Von den Argonians. Hätte man ja eigentlich denken können, hier sind ein bisschen mehr Ratten unterwegs. Ah. Steigen wir direkt mal auf. Strength. Nehmen wir mal Personality und... Oder nehmen wir Endurance und... Agility? Ja. Moment, das war Block... Armor, ja, das ist okay. Haben wir ein bisschen vernachlässigt, glaube ich, in letzter Zeit. Oder in den letzten paar Leveln. Level 11! Genau, und ich glaube, damit haben wir auch alles hier... Cave ist relativ klein, hätte ich nicht gedacht. Gerade weil es ja ein Daedric-Quest ist. Das Eye of Nocturnal. Moment. Ihr wisst, was ich vorhab, glaube ich. Ne, wir können es nicht droppen, leider. Aber das Eye of Nocturnal. Nice. Hat anscheinend auch keine Value, was ein bisschen merkwürdig ist, aber okay. My dear lady, my lady... is returned, and I once again see into the darkness that is your world. We mock the thieves, for bitter is their loss. You, mortal, may take this. It shall open the secrets of dark places for you. Nocturnal was pleased that I have returned the Eye of Nocturnal. I have been rewarded with the Skeleton Key. Und dieser Skeleton Key befindet sich jetzt hier und der überschreibt jeden Lockpick, den wir im Game haben. Das heißt, es ist ein Infinite Lockpick. Und hier noch ein paar Candles. Ein Infinite Lockpick, den wir jetzt in unserem Inventory haben, der wie gesagt jeden Platz von einem, oder einen Unbreakable Lockpick. Der jeden Platz quasi von einem Lockpick einnimmt in unserem Inventory, was verdammt gut ist. Wir machen folgendes. Wir gehen Richtung... Genau, Market District war das. Ich glaube, wir haben schon alles gekauft. Aber ja, wir können ja nochmal auf Nummer sicher gehen. Die Kollegin übrigens spricht gleich einen Guard an, der sich hier rechts, glaube ich, befindet. Moment. Wir brauchen... Ja. Okay, 1-2 fake out, nicht schlecht. Spare a coin for the infirm.
Oder auch nicht. Gut. Moment, hier in der Richtung war es. Wobei, ich war vorhin mal bei ihr, um nochmal zu schauen, ob wir noch irgendwas haben, was wir von ihr kaufen können. Wir können noch ein paar Upgrades, logischerweise, für Frostcrack Spire kaufen. A pleasure to speak with you. Und nett ist er auch mittlerweile geworden. Genau, sind aber nur diese Upgrades, also von daher... Wir können mal die Bedroom Area eigentlich kaufen. Alchemy nicht unbedingt. Das hat noch ein bisschen Zeit. Bäh. Ja. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich freie Auswahl. Aber ich würde sagen, damit wir ein bisschen Closure haben, machen wir da die Quest von Modrian Orin weiter. Das heißt von... oder wo liegt das? Crowhaven. Hier können wir sogar hintrappen, wir in Anvil. Aber ja, damit wir ein bisschen Closure haben und langsam, aber sicher... Wie heißt er? Maglier, glaube ich, hieß er. Mal ordentlich das Fell über die Ohren ziehen. Machen wir direkt mal die Blackwood Company Quest weiter. Gehen nach Yellow Tick Cave und machen uns von da auf den Weg Richtung... Am besten bei Tag, genau. Oh, da ist ein Clanvier. Das heißt, hier muss irgendwo ein Oblivion Gate eigentlich sein, aber anscheinend nicht, okay. Moment, ist das ein Enchanted? Nee. Achso, das ist... Moment. Ja, okay, das ist gerade, was wir gerade gesehen haben, dieses Aufflackern von denen. Ist anscheinend Reflect... Irgendein Reflect... wahrscheinlich Reflect Damage oder so. Hier, jedes Mal, wenn die hier gelb werden. Der Effekt von einem unserer Ringe. Wobei, Reflect Damage, wir machen ja den Damage, wir reflektieren den ja nicht. Naja. Das Wichtigste allerdings an dieser ganzen Situation übrigens ist folgendes. So. Genau, und machen dann unseren Weg auf Richtung... Es ist Glade Mist Cave. Ah, sieht geil aus hier. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, das Game sieht einfach wunderbar aus. Es ist wunderschön. Ah, let's go. Lego.